Ja, das mache ich gerne. Und mit Herrn Freienhagen zu sprechen. Ich versuche noch mal kurz die Frauenquote jetzt zu heben und darf noch mal zurückkommen auch auf meinen Kollegen Stefan Michaelis, der Ihnen vorhin schon einmal einige Worte zu dem Ofensetzerfall präsentiert hat. Hier mit der Bemerkung, dass das Ganze vielleicht super langweilig ist. Ich glaube es nicht und ich hoffe, Sie schließen sich mir hier an, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Fall des BGH. Der BGH entscheidet nicht so sehr oft zur Maklerhaftung. Das kommt aber nicht daher, dass es die Fälle nicht gibt, sondern es kommen einfach nicht so viele Fälle durch die Instanzen. Der Ofensetzer-Fall war ein ganz bedeutender Fall, weil er nochmal die Dokumentationspflicht ganz in den Vordergrund gestellt hat. Nochmal kurz zur Erinnerung, hier hatten wir einen Ofensetzer, der kleines Schmankerl vorher schon den Betrieb von seinem Vater übernommen hatte. Der Vater hatte seinerzeit auch schon einen Ofensetzerbetrieb in der Kombination mit Fliesenleger. Und jedenfalls hatte dieser Ofensetzer jetzt sich bei einer Dialysepraxis verdingt und hatte dort ein Podest, das gab es schon, das hat er also ausgebessert und zusätzlich noch einen sogenannten Pumpensumpf. Können Sie sich was vorstellen darunter, was ein Pumpensumpf ist? So eine Dialysepraxis hat diverse Maschinen und Pumpen und die spitzen und sondern Wasser ab und dieses Wasser muss dann irgendwo gesammelt werden und das kommt in einen sogenannten Pumpensumpf. Und dieser Pumpensumpf ist also gefliest und sammelt das Wasser und leitet es dann ab. Und hier hat er das also ausgebessert und bei diesen Arbeiten ist es scheinbar irgendwie dazu gekommen, dass das nicht so ganz abgedichtet war. Und einige Zeit später kam es zu einer Leakage, das heißt, das Wasser ist irgendwo abgedriftet, ist irgendwo reingesunken und das ganze Gebäude hatte einen Wasserschaden. Und dieser Pumpensumpf, das sind Abwässer. Und dieses Wasser ist dann in die Wände gedrungen und in die Fahrstuhlschächte und hat natürlich einen enormen Schaden verursacht. Und für diesen Schaden sollte der Ofensetzer dann in Anspruch genommen werden. Und es passierte, wie es kommen musste. Der Ofensetzer hat dann seine Versicherung angeschrieben und hat gesagt, ja, dafür bin ich doch versichert, ich habe doch eine Betriebshaftpflichtversicherung. Hatte er auch. Aber der Versicherer sagte, nee, dafür zahle ich jetzt nicht. Wenn ich mir jetzt hier diese Police anschaue, die war natürlich maklerversichert, da steht in dieser Police drin, ja, das Risiko eines Ofensetzers ist versichert. Von Fliesenarbeiten steht da nichts. Und da sagte der, das kann nicht sein. Als ich zu meinem Makler gegangen bin, hat er mir eine Deckungsnote geschrieben, die habe ich auch unterschrieben. Ja, da stand erstmal nur was von Ofensetzer drin. Aber wir haben ja nochmal telefoniert. Ich habe ihn ja angerufen und habe gesagt, nee, da muss ja noch was mit Fliesenlegerarbeiten rein. Und dann guckt man weiter und dann stand in dieser Deckungsnote auch drin eine handschriftliche Ergänzung von dem Makler. Er sagt, ja, also mit der Tätigkeit im Zusammenhang stehende Fliesenarbeiten sollen mit versichert sein. Und was im Antrag ist, soll ja auch prolysiert werden, wurde es auch. Aber der Versicherer sagt, das brauche ich ja jetzt nicht mit aufnehmen, das ist doch originär bei einem Ofensetzer dabei. Klar muss der fließen, ne? Da legt man dann so ein paar Fliesen übereinander und irgendwann hat man den Ofen, logischerweise. Sagt der Ofensetzer, nee, mein Vater hat ja damals schon auch so Ofensetzerarbeiten gehabt und im Zusammenhang mit den Ofensetzerarbeiten eben auch Fliesen, aber nicht im Zusammenhang, extra Fliesenarbeiten. Und genau das habe ich damals meinem Makler gesagt. Makler, nee, habe ich nie gehört. Wir haben ganz was anderes besprochen. Das war ein Telefonat. Und was macht dann das Gericht? Das Gericht schaut sich in solchen Fällen die Dokumentation an. Und in der Dokumentation stand davon nichts, von diesem Telefonat. Und was ist dann die logische Folge, wenn da nichts steht? Es wurde nichts gesprochen. Das sagt ein Gericht. Ein Gericht sagt,
Dafür ist die Dokumentation da. Der Makler kann mit der Dokumentation genau das beweisen, dass er das mit dem Kunden besprochen hat, was da drin steht. Und wenn da nichts steht, ist da eine Lücke und eine Lücke ist nichts. Ja, das bedeutet, der Makler ist in der Haftung. Das bedeutet, die Dokumentation ist das Arbeitsmittel des Maklers und eine Dokumentation muss vollständig sein, muss richtig sein. Da muss alles drinstehen, was man jemals besprochen hat mit dem Kunden im Zusammenhang mit der Vermittlung. Und wenn das nicht drinsteht, dann fehlt es und dann wurde es nie gesprochen. Also, eine Dokumentation muss vollständig sein. Was macht man in einem solchen Fall? Wenn man sagt, man hat alles besprochen, dann steht das da drin. Da steht also, wir haben besprochen das, das und das. Das war der Wunsch des Kunden. Das ist sein Bedarf. Und dann habe ich ihm den und den Rat erteilt. Und dann steht am Ende, der Kunde folgt dem Rat oder er folgt ihm nicht. Und warum folgt er ihm nicht? Dafür hat er ein Argument. Und das steht da alles drin. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um das auszuschließen, dass so ein Haftungsfall überhaupt kommt? Die andere Möglichkeit, wir hatten es schon angesprochen, ist die Möglichkeit eines Verzichts. Das hat der Gesetzgeber ausdrücklich auch erlaubt, dass ein Kunde im Zweifel verzichtet auf die Beratung an sich, auf die Dokumentation. Das muss dann ausdrücklich auch einmal erfasst werden. Da muss darauf hingewiesen werden, lieber Kunde, wenn du darauf verzichtest, dann verzichtest du eventuell auch auf Schadensersatzansprüche. Und das unterschreibt er ihm. Oder er unterschreibt es nicht, dann will er die Beratung. Dann gibt es die Fälle, da gibt es solche Verzichtserklärungen. Da hat der Kunde unterschrieben, ich habe auf die Beratung verzichtet. Und dann stellt sich heraus, ja, der hat das zwar unterschrieben, aber er wollte dann trotzdem einen Rat. Er wollte also trotzdem beraten werden. Auch das sind wieder Anlässe für ein Gericht zu sagen, ja, hier steht das zwar so drin, aber wir hören ja gerade, es gab doch wieder eine Beratung. Und dann muss wieder nachgewiesen werden, was dann da tatsächlich gelaufen ist. In dem Ofensetzerfall hatten wir noch einen weiteren Punkt. Da war noch diskussionswürdig, dass in dem Versicherungsvertrag drin stand, dass auch Abwässer eigentlich gar nicht versichert sind. Ist das dann eine geeignete Police für diesen Kunden, der ja Fliesenlegerarbeiten macht bei Abwässern? Das war also dann ein Ausschluss. Auch solche Ausschlüsse müssen Sie sich anschauen. Sie müssen also den Kunden ausdrücklich dazu beraten, für den konkreten Versicherungsvertrag, schauen Sie sich das an, erzählen Sie mir, was Sie machen, sagen Sie mir, ob das für Sie überhaupt die richtige Police ist oder ob wir da noch was zusätzlich vereinbaren müssen. Also Ausschlüsse sind auch Thema eines solchen Beratungsgesprächs. Also wichtig ist, alles, was besprochen wurde, muss dann irgendwo auch drinstehen in der Dokumentation. Und der Kunde sollte ihn nach Möglichkeit auch bestätigen, dass das abschließend war, dass darüber hinaus nichts besprochen wurde. Diese Dokumentation, muss sie eigentlich unterschrieben sein? Ja, nein, vielleicht. Der Gesetzgeber verlangt es nicht, dass eine Dokumentation unterschrieben sein muss. Es ist aber für Sie eine Sicherheit. Lassen Sie sich die Dokumentation unterschreiben, dann haben Sie erstens die Bestätigung, dass der Kunde sie bekommen hat. Die muss nämlich vor Vertragsschluss oder spätestens bis zum Vertragsschluss dem Kunden vorliegen. Und Sie haben die Dokumentation dafür, dass er sie auch erhalten hat und dass er mit dem, was da drin steht, einverstanden ist. Notwendig ist sie nicht, aber sie ist sehr von Vorteil. Ja, und dann haben wir noch das Thema Teilverzicht. Sie haben es gehört, natürlich kann der Kunde auch auf einen Teil der Beratung verzichten. Wie oft hat man das, dass ein Kunde keine Zeit mehr hat, keine Lust mehr hat oder es ihm alles zu lange dauert. Er hat unheimlich viel Papier bekommen und plötzlich sagt er, nee, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, du machst es schon, lieber Makler. Dann schreiben Sie das auf. Er hat keine Zeit, er vertraut mir, er sagt, es ist alles in Ordnung. Und er hat mir alles gesagt. Und damit ist die Dokumentation sicher, so sicher wie sie sein kann. Ausnahmen gibt es immer, aber in Ausnahmefällen muss man diskutieren. Und dafür sind wir da. Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin Pagel, für diesen Einblick in die Dokumentation.